Some of us have work to do, buddy. Okay, können wir hier noch irgendwas machen? Außer so elegant über ihn rüberlatschen. Der Mülleimer ist doch bestimmt interessant, oder? Ja, durchaus. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Okay, also wir können schon wieder zum Waffenladen gehen. We have the murder weapon? But no murderer. Girl saw it all, but she clammed up on it. We could trace the gun. Eagleson's gun store is a couple blocks from here. You thinking what I'm thinking? Tate! Maintain the perimeter. Okay, dann müssen wir schon wieder zu einem Waffenladen. Aber gut, warum nicht? Dann setzen wir uns mal wieder hier rein und benutzen unsere unglaublichen Fahrerskills. Ja, komm, jetzt hub doch nicht. So, den markieren wir uns mal eben. Ja, ja, Ruhe. Weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Genau. What did I tell you about going too hard on the witness? Wurde sie da gerade überfallen? She's a store assistant, not a prisoner of war. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. A little bedside manner can go a long way. And since when are you the expert? We got the murder weapon, didn't we? You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker, though. Tell me I'm wrong. No wonder you're suddenly so obsessed with bedside. Oh. So. Careful! Jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft. Es war hier so stickig im Auto. So lustig, dass gleich alle Scheiben zerbrechen. So, und hier ist der Waffenladen. Irgendwo. Weg da. Genau. Was sollt ihr machen? Die Polizei holen? Hahaha. Na, ich weiß, der war schlecht. So. Wieder mal einen Waffenladen und wir gehen mal wieder rein. Mal gucken, ob der genauso kooperativ ist. What can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Callow. Edgar Callow was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Callow? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Mhm. Okay, also der hat seine Waffe hier abgegeben. Und die warten lassen. Und ich erinnere mich da jetzt vage dran, dass vorhin doch auf diesen Kreditdingens was davon stand, bei dem hier, bei dem Ratenzahlungsbeleg. Da stand doch irgendwas. Genau, hier, Perlenohrringe. Das könnte doch schon mal zusammenhängen. Denke ich gerade so. Hm, ja, wir werden mal hinfahren. Hey, unsere Scheiben sind wieder da. Yay! Jetzt zieht es nicht mehr so, jetzt haben wir kurz durchgelüftet und dann passt das auch. So, und einmal als Zielort festlegen. Und dann fahren wir jetzt einmal hin. Boah, hier sind ganz schön viele Autos unterwegs, ey. Hey, ja, chill mal. So, einfach mal hier über die Kreuzung rüberfahren. Ach, das ist hier gleich ins Eck. Bäh, bäh. Nicht ins Schleudern kommen. So, und hier muss irgendwo der Juwelier sein. Aha. Hartfields. Dann mal rein in den guten Schuppen. Officer, can I interest you in a new watch? Na, eher nicht. Officer Cole Phelps, are you Edgar Callow? No. Mr. Callow is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Ah, das war ja so klar. Warum hauen die eigentlich mal ab? Was soll denn das? Callow, get back
Ah, okay, jetzt dürfen wir auch schießen. Oh, aber nicht auf ihn. Ha, okay. Dachte, ich schieße ihn einfach mal in den Hintern. Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Son of a bitch! Go, Cole, go! Warum muss ich eigentlich laufen? Lauf du doch. Na gut, dann rennen wir mal. Aber ich darf ihn doch nicht verletzen. Ja, eben stand da noch, ich darf nicht. Hä? Ich bin ein bisschen verwirrt. Muss ich sagen. Naja, aber da, hä, das ist doch seltsam. Das steht von wegen Ziele und schieß auf die verdächtige Person. Und dann schieße ich und ziele und nix. Auf wen soll ich denn sonst schießen? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Na gut, dann renne ich dem jetzt einfach mal hinterher. Wie kann ich hier kurz drüber quatschen? Aber wie schnell wir jetzt auch gerade schon wieder den richtigen gefunden haben und er raucht ja erstmal in dem Laden. Go, Cole, go! So, dann rennen wir und rennen wir. Hallo, get back here! Interessiert ihn das, wenn ich schieße? Nee, irgendwie nicht. Wow, Leute. Ja, aber ich werde ihn jetzt nicht nochmal anschießen. Das Thema hatten wir gerade schon. Was? Irgendwas? Achso. So, hier können wir an den Rand sprinten quasi. Und zwar, wenn wir ganz schnell die linke Maustaste klicken. Aber das reicht alles noch nicht. Jetzt renn doch mal schneller, ey. Lauf! Ah, jetzt hab ich dich. Hä? Hallo? 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 Ah, jetzt. Er lächelt immer noch so charmant. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leaves, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle. I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time, and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. It takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Okay, also sollen wir jetzt das Verhör durchführen und hoffentlich verhauen wir es nicht wieder so wie beim letzten Mal. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer.
A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Okay. Oh, Besitzer des Juweliergeschäfts und Mordverdächtiger. So, dann fragen wir doch mal nach der Schießerei. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Okay. Was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Was ist denn Intuition einsetzen? I? Okay, Moment, Notizbuch ansehen. Beweise der Schlüssel. Oh, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert, deswegen bin ich gerade so ruhig. Ich will das bitte auswählen. Ach, Mann. Mr. Kalu, make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Ich hab's schon wieder verkackt. Ich verstehe es noch nicht so richtig. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Boah, was schreien die denn alle so? Ich bin gerade gestresst von diesem komischen Interviewzeug. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen und weiß auch gar nicht. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ups. So, okay, Schießerei. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Ja, okay. Ist das so ein Ratespiel quasi, oder was? You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Das stimmt, aber wir haben einen Ratenzahlungsbeleg. Gage was an asshole, but his death wasn't down to me. I'm just gonna keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Alter, was ist das denn für ein Kram? Also das finde ich bisher gerade ein bisschen seltsam. Jetzt schreie ich wieder, sonst schreie ich dich. Hey. Okay. Also ich bin bisher echt ein bisschen verwirrt von der ganzen Sache. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. So, hier hat er ja gelogen. Ne, also das wissen wir, ja? So, das ist eine Lüge. You deny owning a Browning pistol. Serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. So, Beweise sind der Schlüssel dazu, Falschaussagen. Behalte. Wenn nur jemand mit einem falschen Beweis beschuldigt, leidet, dann glauben Sie, dass. Mit Leertaste kann ich die verdächtigen Personen beobachten. Okay. Drücke links, um die Entschuldigung fallen zu lassen. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer?
Ah, you okay. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebuchadnezzar will recall when it suits them. Mhm, ein religiöses Motiv. Aha, wir sind ihm also ein bisschen näher gekommen. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America, it's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Okay. Also er mag also keine Juden oder mochte keine Juden, sagen wir es mal so. Okay, das zweifeln wir doch mal an. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake, the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Aha, also haben wir ihn erwischt. Okay, so langsam verstehe ich das dann auch, aber mehr auch nicht. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, Boyle. But here's a piece of advice. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. Das riecht nach Beförderung. Yay. So, mal gucken, was jetzt passiert. So, Errungenschaft freigeschaltet, aber die interessieren uns ja alle nicht. Okay, Tauglichkeit zu berichten. Den Streifendienst haben wir jetzt einfach mal abgeschlossen. Das finde ich sehr gut. Dann sind wir da raus.